Morgen am 10. Februar ist Tag der Kinderhospizarbeit und wir wollen jetzt mal dem Impuls widerstehen, der lauten könnte, ja, wichtiges Thema, geht mir aber zu nah, lass uns lieber über was anderes sprechen. Nein, das machen wir jetzt nicht. Mein Gast heute in der Landesschau setzt sich nämlich seit Jahren unermüdlich für todkranke Kinder ein und kämpft für mehr Kinderhospize. Dafür ist Sabine Kraft sogar weltweit unterwegs, denn sie ist Geschäftsführerin des Bundesverbandes Kinderhospiz mit Sitz in Lenzkirch im Schwarzwald. Immer geht es ihr um das Wohl von Kindern, die an unheilbaren Krankheiten leiden, irgendwann sterben müssen. Kein leichter Job, aber einer, so sagt Sabine Kraft selbst, der sie so erfüllt wie kaum etwas anderes. Jetzt ist sie bei uns in der Landesschau und ich sage herzlich willkommen. Guten Tag. Jetzt definieren Sie mir vielleicht zunächst mal, was in einem Kinderhospiz alles passiert. Denn es ist schon ein bisschen was anderes, als wir normalerweise darunter verstehen. Kranke Menschen, sterbenskranke Menschen, ältere Menschen gehen ins Hospiz zum Sterben. Das ist bei den Kinderhospizen nicht so. Das ist anders. Kinderhospize sind speziell darauf ausgerichtet, die ganze Familie aufzunehmen. Und das im Verlaufe einer unheilbaren, lebensverkürzenden Erkrankung immer wieder zwischendurch, damit die Familie gestärkt wird und diesen schweren Weg miteinander gehen kann. Selbstverständlich sind aber Kinderhospize auch da, wenn das Kind im Sterben liegt. Es gibt dort Räume dafür, dass die Familie und das Kind auch dort Abschied nehmen kann. Welche Unterstützung gibt es für die Familien da genau? Denn man könnte ja denken, wenn die Familie intakt ist, im Umfeld zu Hause, Freunde sind da, Familie ist da, aber im Hospiz gibt es noch etwas anderes. Was ist das genau, was es den Familien geben kann? Ja, ich glaube, man muss einfach verstehen, dass Familien, die ein Kind haben, was sterben wird, nicht nur schwer belastet sind, sondern eigentlich doppelt belastet sind, weil sie mehr oder weniger sozial ausgegrenzt leben müssen, in Anführungszeichen. Denn ich glaube, wir alle haben ein großes Problem damit, sich diesem Thema zu nähern, darüber zu sprechen, eine Familie, eine Mutter oder einen Vater anzusprechen auf das Thema, weil wir ja alle das Gefühl haben, oh je, ich weiß überhaupt nicht, wie reagiert sie? Bricht sie in Tränen aus? Wühle ich etwas auf? Also das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Sie haben neben Ihrer Verbandsarbeit, ich sagte schon, Sie kämpfen seit vielen Jahren dafür, dass es mehr Kinderhospize in Deutschland gibt. In Baden-Württemberg haben wir bisher noch keines. Richtig. Sprechen wir auch gleich noch drüber. Das wird sich nämlich ändern, ganz aktuell. Sie sind seit vielen Jahren dabei und kämpfen verbandsmäßig dafür, aber Sie begleiten nach wie vor auch Kinder, Familien. Und da schauen wir uns mal an, beispielsweise Lena haben Sie begleitet, deren, so heißt es auch, Reise bis zum letzten Atemzug. Und wir gucken uns mal an, wie Lena ihre Situation, 16 Jahre alt ist sie geworden aus dem Schwarzwald, wie sie selber ihre Situation empfindet und beschreibt. Auf der rechten Seite im Gehirn habe ich einen bösartigen Gehirntumor. Durch den Tumor bin ich jetzt auch beschränkt mit dem Laufen. Man denkt dann so nach, wann ist soweit und also wie wird das dann halt passieren, ob man dann im Krankenhaus ist oder ob man zu Hause ist. Ob man halt verbrannt werden will oder da denke ich dann drüber nach, wenn ich dann am Abend im Bett liege oder so. Frau Kraft, ich sagte schon, seit 10 Jahren machen Sie diese Arbeit. Wie hat das Ihr Leben verändert? Ich muss erst mal durchatmen, denn Lenas Film geht mir immer noch sehr nah. Es ist nicht so, wie dass man da den Abstand zu solchen Geschichten hat, sondern das erlebt man wirklich mit, die Trauer. Das hat mein Leben insofern verändert, dass ich heute sage, wenn ich morgen umfalle, dann sage ich, was für ein Glück, ich bin 58 Jahre alt geworden. Und das verändert die Lebensperspektive enorm. Also, gab es bei Ihnen ein Schlüsselerlebnis in Ihrer Biografie, warum Sie gesagt haben, ich möchte diesen Job machen? Sie haben ja früher was völlig anderes gemacht. Ja, durchaus. Es ist etwa so 15 Jahre her, 17 Jahre her, dass mein Neffe gestorben ist mit nur 2,5 Jahren. Und das hat für mich
Es war traumatisch, das ist ganz schrecklich. Mit 2,5 Jahren einfach tot im Bett liegen. Und die Erfahrung, dass man nicht weiß, wie damit umgehen. Also einen Leichnam eines Kindes zu berühren, das wäre damals für mich unmöglich gewesen. Ja. Heute kann ich das. Heute habe ich da keine Angst mehr davor. Ist es nicht mehr so ein Tabu. Das war sicherlich ein Auslöser mit, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Aber auch festzustellen, dass man so hilflos ist in dieser Situation. Meine Schwester hat erzählt, sie hat den Eindruck, die Leute wechseln die Straßenseite, wenn sie die Straße entlang läuft. Und ich kann das so nachvollziehen, weil manchmal ist das Thema auch so schwer, dass man es einfach nicht aushalten kann. Ne? Wenn es einem selbst gut geht und man stark ist, dann geht das. Aber es gibt auch Situationen, auch für mich, auch heute in der Arbeit, wo ich sage, oh, heute kann ich nicht. Ja. Sie haben uns ein Symbol mitgebracht, diesen Bären. Zeigen Sie uns ja. den her. Was bedeutet der für Sehr Sie? Was gerne. Bedeutet der für vielleicht auch den morgigen Tag der Kinderhospizarbeit? Ja. Wir haben diese Bären in ganz Deutschland verschickt an alle Kinderhospize, die bei uns Mitglied sind. Und wollen die morgen den Bürgermeistern oder anderen wichtigen Leuten übergeben, um auf das Thema Kinderhospizarbeit aufmerksam zu machen. Ich hatte es ja schon angesprochen, in Baden-Württemberg gab es bisher noch keines. Das wird sich jetzt ändern. In Stuttgart wird es eins geben. Wir haben hier das Gebäude, glaube ich, von außen. Es ist noch nicht so weit. Ist das ein Erfolg? Erstens mal, dass wir hier drüber sprechen, aber dass es auch mehr gibt. Wo wollen Sie noch hin? Müsste es in jeder Stadt eines geben? Wie ist da, sage ich mal, die Gemengelage Ihrer Meinung nach? Ja. Das ist ein Erfolg, ein Riesenerfolg, denn ich bin ja schon seit 12 Jahren hier in Baden-Württemberg in der Kinderhospizarbeit tätig. So lange hat es gedauert, bis in Baden-Württemberg das erste Kinderhospiz kommt. Ich habe die Räume auch schon besichtigt und war beim Spatenstich dabei. Also das wird ein ganz, ganz wunderschönes Kinderhospiz. Ein enormer Aufwand. Wir brauchen weitere Kinderhospize. Wir haben dazu auch eine Bedarfsanalyse gemacht über ganz Deutschland hinweg. Der Bedarf ist noch nicht gedeckt. Es gibt noch weiße Flecken auf der Landkarte. Und ich denke einfach, jedes Kind, egal wo es wohnt, ob im Schwarzwald wie Lena oder hier in Stuttgart ein Kind, die haben ein Recht darauf, auch die Hilfe zu kriegen und ein würdiges Leben zu leben. Wir unterstützen auch mit der Kinderhilfsaktion Herzenssache das Hospiz in Stuttgart, das entstehen wird. Wenn Sie dazu Infos sich noch mal anschauen wollen, dann gehen Sie auf landesschau-bw.de. Da haben wir noch einige Geschichten zusammengetragen und zum anderen den Kontakt zur Kinderhilfsaktion Herzenssache hergestellt. Frau Kraft, vielen Dank für den Besuch heute und einen erfolgreichen Tag morgen, dass wir da viel trommeln können für die gute Sache. Vielen Dank. Ja.